Hi Leute und willkommen zurück zur Käseparty 3000 mit Simon und mir. Ihr seht schon, wir sind immer noch hier in diesem geilen Lagerhaus voller Käse. Ich liebe Käse. Ich meine, ich habe schon Käse dabei. Ich wüsste nicht, wofür ich noch mehr Käse bräuchte. Aber wir haben ein Lagerhaus voller Käse. Den wir für irgendwas auch brauchen werden, da bin ich mir sicher. Und ich kann hier nicht auf die Kisten hochklettern. Irgendwas muss man doch hier mit dem Käse machen können. Hallo, Simon. Verrat's mir. Hallo. Na gut. Weiß immer noch nicht, wozu ich die Klettertaste benutzen kann, aber jetzt schauen wir mal, kommen wir hier irgendwie das... in die Tür rein? Nein. Okay, ich nehme an, wir müssen dafür sorgen, dass der Käse verschwindet. Nur wie? Wie kann ich... Okay, das Tor ist wieder zu. Vielleicht kann ich die Katze da reintun. Vielleicht ist die Katze ja eigentlich eine Maus. Aber jetzt möchte ich erstmal gucken, ob ich irgendwas mit diesem komischen Wagenhebel hier anstellen kann, weil irgendwie glaube ich immer noch, dass ich damit ein Tor aufmachen muss. Natürlich nicht. Okay, dann nicht. Schauen wir uns weiter um. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Käse machen soll. Oh, hier ist noch eine Tür. Die ich nicht benutzen kann. Ich müsste echt nochmal gucken, wie man klettert. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwo... dass die Kisten so stehen, dass ich da hochspringen muss, um hinzukommen. Ah, komm schon. Steuerung. So, okay. Ja, das war's dann. Wir sind hier durch. Das heißt, wir nehmen mal die Telefonzelle und schauen uns woanders in der Stadt um. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was wir tun. Also, wir müssen immer noch den Sumpfling suchen. Ja? Aber ich komme in den Max-Sumpfling nicht rein. Die haben gesagt, geh in den Max-Sumpfling und suche den Sumpfling. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind da oben. Was war das hier? Seitengasse und Kanalisation. Da kommen wir nicht hin, weil... Warum eigentlich? Ja, weil da der Hund im Weg ist. Der sitzt hier so drunter unter dem Weg. Ja, genau. Komische Kreuzung. Da waren wir hier beim Max-Sumpfling. Da oben bei der Wäscherei waren wir auch schon drin, aber keine Ahnung, was uns bringen soll. Der Pizzaladen ist zu. Max-Sumpfling ist zu. Bei dem defekten Wagen waren wir eigentlich schon, aber was soll uns das... Da wird mir noch angezeigt. Das heißt, man kann da noch irgendwas machen. Hotel zur Biene waren wir nicht. Platz der Zauber waren wir nicht und Südtor waren wir nicht. Platz der Justiz. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier... Hallo? Zurück zur Kreuzung. Und gucken uns da um. Hey, der Käsemann. Und schauen hier mal, was wir hier noch so machen können. Hier sind wir gerade durchgelaufen. In der letzten Folge. Gehen wir doch mal hier nach oben und schauen, was es hier so gibt. Ich meine, mehr ist, dass wir planlos rumlaufen und alles einsammeln, was uns unter die Nase kommt. Und dann irgendwie rauskriegen, was wir mit dem ganzen Scheiß anfangen können. Kann nicht passieren. Also, so in 40 Stunden sind wir dann hier auch mal aus der Stadt raus. Also beziehungsweise 40 Stunden oder so, 40 Folgen. Sehen so ein bisschen aus wie Schrebergärten hier hinten. So hohe Tore-Türchen. Naja. Was steht denn hier? Pinkeln verboten, oder was? Privat. Beispielen verboten. Elternhaft für ihre Kinder. Ich nehme an, da waren noch irgendwo hinten in der Seitengasse die Kinder, die Fußball gespielt haben. Vielleicht müssen wir die hier irgendwie auslagern, dass sie dann hier spielen. Naja, also ihr merkt, ich habe Ideen ohne Ende, aber das Spiel hat irgendwie kein Interesse daran, meine Ideen umzusetzen und mobbt mich von vorn bis hinten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller mit diesem komischen Busch rum. Okay. Ja, dann schauen wir uns hier mal die Straße an. Hier sind wieder Türen. Oh, meine alten Freunde, die Türen. Naja, ich liebe Türen und so. Was haben wir denn hier? Naja. Okay. Gehen wir nachher rein. Hier sind ja noch genug andere Türen, die wir uns anschauen können. So eine Tür. Ist auch eine schöne Tür. Schaut mal, noch eine Tür. Und hier! Boah, noch eine Tür! Boah, herrlich. Und noch eine Tür! Und hier, seht ihr, wie schön diese Tür in diese 6 Teile aufgeteilt ist. Herrlich. Privatbesitz.
Ich war es. Treten verboten. Okay, irgendjemand war es. War was. Wahrscheinlich ist er da reingetreten. Das ist so ähnlich wie frischer Zement. Don't touch. Dann alle müssen ihren Namen reinschreiben. So, und das sind noch mehr Fenster. Nee, Fenster wollen wir nicht. Tür. Tür, die nicht geht. Dreh dich um. Noch eine Tür, die nicht geht. Okay. Was haben wir hier? 2 Tonnen Maximum. Okay. Vielleicht können wir den Wagen auch überladen. Dass der hier einkracht oder so. Was bringt uns das, wenn wir diesen komischen Typen absaufen lassen? Das bringt gar nichts. Also ich überlege gerade, diesen Käsewagen zu versenken, aber... Aha, hier kommen wir auch rein. Dann gehen wir da jetzt rein. Dann können wir auf der anderen Seite rausgehen und... uns weiter umgucken. Was ist denn das hier? Kirche zum Heiligen... zur Heiligen Mark. Vater unser, sind Sie ein Gläubiger? Nein. Also ich bin nicht wirklich gläubig. Ah, Pflug. Verstorben. 13. Oktober 1850. Mit nur Jahren... gelebte Frau. Okay. Fort aber nicht vergessen oder irgendwie so. Grabstein eben. Ich kann das so schlecht lesen irgendwie. Vielleicht brauche ich mal eine neue Brille. Geboren 1765, gestorben 1712. Seine Gläubiger vermissen ihn. Okay. Wie kann der sterben, bevor er geboren ist? Was haben wir hier? Stolpersteine. Wollte ich mir aber gerade anschauen. Die? Nee, die wollte ich mir nicht anschauen. Das da oben konnte ich mir anschauen. War doch gerade was. Ah, der Baum. Okay. Ein Baum, mit dem ich nichts anfangen kann. Hä? Ich kann ihn nicht benutzen, ich kann ihn nicht anschauen. Aber er trägt Früchte. Käse. Nein, Käse will ich nicht. Ich will meinen Jojo. Was ist mein Jojo? Inventar finde ich ein bisschen unübersichtlich. Da ist mein Jojo. Vielleicht können wir uns da so eine Frucht vom Baum. Sag mal, ist das Käse, der da wächst? Okay. Naja, gut. Vielleicht müssen wir irgendwie diesen Baum umsägen. Oder mit dem Hammer dagegen hauen. Hammer, Hammer, Hammer. Wahrscheinlich brauchen wir den Hammer nie. Ja. Ah, es geht tatsächlich. So, jetzt sind hier die Früchte runtergefallen. Anschauen. Können wir noch mehr mitnehmen? Ich glaube nicht. Was war das jetzt? Ich finde es auch komisch, dass wir so viel Zeug mitnehmen können, aber es nicht... Rostkastanien. Ach, schön. Kastanien. Die aber irgendwie nicht hernehmen können mit irgendwas. Aber wozu brauche ich Kastanien? Soll ich den Hund mit Kastanien bewerfen oder was? So, von hier kamen wir. Da geht's auch rein. Warum kann ich hier mir die Sachen nicht anschauen? Geh weg. Ah! Steuerung. Ich glaube, das sage ich in jeder Folge. Ich brauche echt mal eine ordentliche Steuerung hier. Zeit für ein Community-Patch. Jetzt neu. H. Wurst, geboren und verstorben. Er war ein Quellsch... Was? Steht in Frohsinns. Verblichen. Verblichen. Ha, verblichen, oh Gott. Gerno gegangen. Okay, er ist gegangen. Was zum Teufel? Ja, du bist gerade mal 24 geworden. Hochgeschätzter Handwerker. Was hat. Was er tat, tat er. Das tat schnell. Okay. Okay, gehen wir mal rein in die Kirche. Kirche, ja. Ah, auch wir läuten ihre Glocken. Glockenseile sind so weich und seidig. Mitnehmen. Ja. Ich höre es nicht läuten. Hörst du auch wieder auf? Salben?
Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, die Glocke zu läuten. Hier wächst Wiese. Was hat uns das jetzt gebracht, diese Glocke zu läuten? Okay, wir werden es sehen. Vielleicht ist jetzt die Kirche voll. Was vielleicht bisher nicht so konnten. Vielleicht haben wir wieder irgendwas gemacht, was wir nicht hätten mal tun sollen. So wie immer. Nehmen wir mal die Kirche. Okay. Die Kirche? Okay, wir können nicht in die Kirche gehen. Warum können wir nicht in die Kirche gehen? Scheinbar kann man hier nur in die Seitenkammer, aber hier vorne kommt man doch durch die Tür gehen. Tür? Hier, da. Ja, genau. Bisschen Booster hier drin. Hallo? Hallo? Okay, bin ich schon drin? Eine Wand voller merkwürdiger Sprüche. Das hier. Ach, das ist ein Gang. Okay. Ziemlich dunkler Gang. Elvis lebt. Rex Gildo. Okay, sind lauter komische Sprüche an der Wand. Und ich versuche einfach mal um die Ecke zu kommen. Die Sprüche können wir uns eh nicht angucken. Und hier ist eine geschlossene Tür. Was zum Teufel? Ich hab doch gerade zum Gottesdienst geläutet. Warum ist denn hier schon wieder alles zu? Müssen wir doch irgendwas tun können. Was? Relegen. Okay, ist eine Karte. Tempel des Todes. Heilige Heiß. Aha. Sumpf. Stadt. Sordets Festung. Sieht so ein bisschen nach einer Karte aus. Die ich nicht so ganz deuten kann. Aber okay, diese Karte ist schon mal gut zu wissen. Können wir vielleicht irgendwann noch brauchen, das Wissen? Hier geht es jetzt eigentlich nur noch wieder raus. Okay, dann gehen wir wieder raus. Schauen wir uns weiter um. Beziehungsweise wir könnten noch mal die Glocke läuten. Vielleicht geht dann hier drin wieder das Licht an. Vielleicht haben wir die Kirche ja zugeschlossen, weil wir quasi Abendläuten gemacht haben oder sowas. Ah, ich hasse das. Tür, da. Das war die Tür. Hinein mit dir. Und jetzt ab. Ab an die Schnur, los. Dance. Und tap. Und tap. Aha. Ich muss drücken, dann kann ich läuten. So, jetzt hat es viermal geläutet oder so. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Auf jeden Fall habe ich geläutet. Also wenn ich da die Aktionstaste drücke, während er da dran rumkrabbelt und rumhängt, dann läutet er an der Kirchenglocke. Also dann gibt es auch ein Geräusch. Scheinbar. Oder es war jetzt nur Zufall und vorher hat einfach der Sound gehangen. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber jetzt gehen wir hier nochmal rein und gucken. Wir sind noch dunkel. Vielleicht muss ich eine gewisse Uhrzeit schlagen, damit irgendwas aufgeht, irgendeine Tür, irgendwie so Mittagsläuten oder so ein Scheiß. Und dann kommen alle aus ihren Häusern gekrochen und machen ihre Läden auf. Weil die zum Beispiel erst ab 4 Uhr offen haben, dann muss ich 4 Uhr läuten oder so ein Käse. Käse. Na gut. Wird sich schon noch irgendwie herausfinden lassen. Aber mit der Glocke hat es auf jeden Fall noch irgendwas auf sich. Und wir können wieder Türen anschauen. Tür, nix. Ich glaube, diese ganzen Türen können wir geflissentlich ignorieren. Da vorne ist die Halle. Und wo ist die Saale? Was haben wir hier? Ja, ich war es. Privatbesitz. Yeah, das da vorne sieht irgendwie eklig aus. Hängt mir jemand am Pranger und das mag ich gar nicht. So, wo sind wir denn hier? Das Haus sieht auch gut aus. Ist denn kaputt? So. Der zeigt immer noch nach da. Ich frag mich immer noch, was es mit diesen Dingern auf sich hat hier. Mit diesen... Oh, wow.
Lan-Lan-Ul-Pau. Whatever. Ich kann diese Sprache nicht. Wenn es überhaupt eine Sprache ist, die es gibt. Hallo? Da gehe ich lieber nicht lang. Das macht mir Angst. Da fehlt irgendwie die Wand. Sheriff! Nice. Gesucht. Tot oder lebendig? Der. Was? Bla. Whatever. Gesucht, tot oder lebendig. Lauter komische Leute. Dann gehen wir mal zum Sheriff rein. Ey, Sheriff, wir wollen jetzt Hilfs-Sheriff werden. Was zum Teufel? Der Typ schläft. Jetzt nicht mehr. Was glaubst du wohl, was du hier tust, Bursche? Ich versuche, gefährliche Verbrecher zu befreien. Raus, los, raus, sonst landet dein Hintern noch im Kühlschrank. Das hat jetzt viel gebracht. Ich denke, bei meinem nächsten Versuch sollte ich etwas vorsichtiger sein. Ach so, wir sind nur dagegen gelaufen, kann es sein? Okay. Sit. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinlaufen, aber... Sagen wir nicht irgendwie gegen was dagegen laufen, scheinen wir hier rumlaufen zu können. Der hier beschäftigte Sheriff macht das Gesetz. Was ist das? Warum kann ich hier die Sachen eigentlich anschauen? Ein bisschen laut. Ja. Wo ist denn die Butter? Vielleicht können wir ja das jetzt schmieren. Butter. Metalldetektor, Cola, irgendein Krempel. Könnt ihr mir auch einen Whisky hinstellen? Freut er sich sicher? Butter. Ha! Ich wusste doch, dass ich die Butter zum Schmieren brauche. Probieren wir es jetzt hier nochmal mit der Tür. Und was ist da drin? Schlüssel. Okay. Für was auch immer ich Schlüssel brauche. Ups! Ich dachte, ich hätte es dir schon mal gesagt, Bursche. Für wen hältst du dich denn? Für Superman? Hä? Raus! Gibt's hier drin noch was? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wofür ich jetzt den Schlüssel geklaut habe. Vielleicht für die Tussi, die da auf dem Pranger hing. Zumindest haben wir jetzt den Schlüssel geklaut. Lü. Mehr als du sonst rausschmeißt, kann ich... Hat er echt den Schlüssel kassiert? Nee. Die Schlüssel des Shares für den Pranger... in Polyganis. Großkastanien. Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich ein Klumpen Butter. Okay. Ja, was soll's. Hier gibt's scheinbar nichts mehr, außer dem, was wir schon gesehen haben. Das heißt, wir können gehen. Jum, Tür auf. Der hier beschäftigte Sheriff macht das Gesetz. Okay, wir haben jetzt irgendwie den Schlüssel für diesen Typen hier, aber ich habe keine Ahnung. Was war das? Wo auch immer ein Teich ist, es gibt jemanden, der Geld reinschmeißt. Ah. Auf keinen Fall. Sie können dir mit einem Flügelschlag den Arm brechen. Oder waren das Schwäne? Okay. Du machst mir irgendwie ein bisschen Angst, Simon. Niemand scheint hier Geld reinzuschmeißen. Mit was die Enten wohl gefüttert werden? Butter? Könnt ihr Käse reinwerfen? Ente. Und wir füttern die Enten. Käse wollen sie nicht. Vielleicht eine Katze. Nee. Decke? Frosch? Könnte ein bisschen... Nee, kann man auch nicht. Schnaps. Hammer. Ja, auch zu schön gewesen. Das geht auch nicht. Vergiss das Wagenheber. Kastanien. Käse, okay. Vielleicht können wir noch irgendwas ins Wasser kippen. Käse, nein. Die Decke, nein.
Frosch? Nein. Schale? Nein. Können wir auch nicht benutzen. Ornoheft. Dynamit? Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Nein. Schnaps. Jetzt geben wir die Ideen aus. Reden wir mal mit dem Typen. Sie sieht irgendwie vertraut aus. Ist das Rotkäppchen? Kenn ich dich nicht irgendwoher? Keine Ahnung. Ich war schon bei vielen Gegenüberstellungen. Ich bin sicher, da war's nicht. Nun, dann hast du mich wohl auf einem Steckbrief gesehen. Bist du etwa eine Kriminelle? Subjektiv gesehen, ja. Objektiv gesehen, nein. Hä? Nun, ich habe den einen oder anderen Gegenstand von Leuten ausgeliehen. Du meinst gestohlen? Ich bevorzuge das Wort ausleihen. Also gibst du das Zeug anschließend zurück? Das werde ich machen. Irgendwann mal. Nun, du hast mich überzeugt und die Geschworenen sollten auch kein Problem sein. Schau mal, könntest du mir vielleicht helfen? Dir helfen? Einer verurteilten Verbrecherin? Ich soll dir helfen? Bitte. Na gut, was springt für mich dabei raus? Greif doch mal kurz in meinen BH. Wow, ich liebe deine Denkweise, Baby. Nun mach schon. Okay. Was ist das? Es ist eine Karte. Ich habe sie bei einem Glücksspiel in einer dunklen Kaschemme an den Docks gewonnen. Sie zeigt einen Platz in der Stadt, an dem ein riesiger Schatz versteckt sein soll. Das ist doch nur eine dieser Max-Sumpfling-Karten. Das Problem ist, dass ich nur die eine Hälfte davon habe und nicht weiß, wo ich den Schatz finde. Schau mal hier. Wow, das ist ja die ganze Karte. Wo hast du die her? Ich habe sie bei einem Glücksspiel in einer dunklen Kaschemme an den Docks gewonnen. Wenn du mir hilfst, werde ich den Schatz holen und wir werden ihn aufteilen. Sagen wir 80 zu 20. Das ist wohl ein Witz, oder? Weißt du nicht, was das für eine Karte ist? Natürlich. Es ist eine Schatzkarte. Da ist eine gestrichelte Linie und ein X und so weiter. Hast du die Schrift darauf bemerkt? Oh, ich kann kein Wort lesen. Deswegen wurde ich auch geschnappt. Ich bin in das Büro des Sheriffs eingebrochen. Oh. Also, läuft das Geschäft? Klar doch. Klasse. Die Schlüssel befinden sich im Büro des Sheriffs auf der anderen Seite. Der alte Fettsack dürfte zu dieser Tageszeit in seinem Stuhl eingepennt sein. Ich mach mich gleich dran. Ja, das haben wir schon erledigt. Aber wie es weitergeht und ob wir, ich glaube, das Goldlöckchen retten oder auch nicht. Und ob wir nochmal in den BH fummeln dürfen und so. Und einen kleinen Ausblick auf ihren Hintern. Verabschiede ich mich aus dieser Folge und ja, wir werden beim nächsten Mal mit Goldlöckchen spielen oder hinten gucken, wo die Welt aufhört. Bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao Leute!